you're waiting for the biggest game of the year. Then wait for Cyberpunk. But if you're ready for the smallest, we've got you covered. From Obsidian Entertainment, the makers of games that are nothing like this one. This summer, strive together to thrive together. Or just feed your friend to the spiders and go solo. Auf jeden Fall noch in diese Höhle. Wir starten neu. Wir starten neu. Ja, genau. Und dann wir müssen auf jeden Fall gleich als allererstes entdecken wir nochmal alles, was wir schon vorher entdeckt haben, damit wir wieder auf dem gleichen Stand sind. Genau. Und dann müssen wir auf jeden Fall heute noch in diese Höhle rein. Ich will wissen, was da ist. Und wie man dieses Kabel repariert, will ich auch wissen. Ich will so vieles wissen. Und ich will groß sein. So groß. Wie du. Das ist ein sehr denkwürdiger Abend heute. Aus so vielen Gründen. Mann! Warum startet denn Grounded jetzt nicht? Oh nein, echt? Ja, das war, wenn ich das einmal Alt F4 gemacht habe, braucht er mal ein bisschen, bis ich jetzt neu starte. Aber es ist wieder da. Okay. Es kommt. Loading müsste gleich angezeigt werden, unten links. Dann kann ich ja jetzt auch alles nochmal neu aufnehmen. Genau, wir starten ja komplett von vorne. Genau. Wir haben jetzt 2 Stunden warm gespielt und jetzt geht's so richtig los. Ja. Was haben wir denn heute eigentlich für einen Tag? Dienstag. Ah, ich muss sogar, oh, ich habe sogar morgen Arzttermin. Hm. Oh. Ja, aber erst um 11, das geht klar. Ah, das geht ja voll klar. Solange das nicht irgendwo in einer anderen Stadt ist. Ach, ich habe alles vor der Haustür. So, Multiplayer. Mal gucken, ob das überhaupt funktioniert. Host Online Game. Ja, bei mir ging es nicht. New Game. Da steht auch Creating Lobby. Okay. Kämpft dann auch gegen Spinnen? Haben wir heute schon, Marci. Wir haben auch schon gegen Spinnen gekämpft. Eigentlich haben wir schon alles gezeigt, aber. Nur zurückspulen muss man. Das New Game funktioniert gerade auch nicht mehr. Ja, siehst du, scheiße. Das geht bei mir auch nicht. Oh, das darf doch jetzt nicht wahr sein. Geht bei dir dann auch Hosting Game Error? Mhm. Ah, nein. Was hast du gesagt? Nach 2 Stunden kann man das Spiel zurückgeben. Nein. Die haben wir gerade überschritten. Ja, das habe ich doch gesagt. Das geht so schnell. Warte, nein, ich habe nur. Es macht ja auch Spaß. Wir wollen ja auch weiterspielen. Ich hab. Echt? Ja, hier kommt jetzt die ganze Zeit die Fehlermeldung und ich kann immer wieder neu. Jetzt musst du nackt. Nee, muss ich nicht, weil es ist ein neues Game. Ne, wir müssen komplett von vorne anfangen. Du kannst nachjoinen. Ja? Naja, ich fange jetzt halt von vorne an. Zumindest beginnt gerade der Tag. Naja, komm, looten. Bist du drin, oder was? Ich bin sowas von drin. Ich komm auch rein, aber ich stecke noch fest. So, schnell ein bisschen was looten, craften. Ach, Longmaron, los, loading. Boah, bitte. Ich hoffe, du kommst rein. Ich hoffe auch. Aber hier war ich schon ein paar Mal und bin dann einfach wieder, obwohl es sieht, glaube ich, gut aus. Jawollo! Kann ich nicht trotzdem jetzt mal probieren? Ich speichere jetzt mal einen neuen Speicherstand. Hey, du bist ja schon voll weit weg. Nein, ich bin aus der Höhle rausgelaufen. Goldmund 9395, was bedeuten die Zahlen? Ja, nix, Mann. Das ist mein Gamertag. Die Zahlen hat man mir wahrscheinlich gegeben, weil es Goldmund schon zu oft gab. Und kleiner Goldmund war zu lang. Kann ich jetzt von hier theoretisch... Give up, super quit... Nee, kann ich nur speichern. Du weißt schon, wie heftig man ihr Leben verliert. Ich baue dir gleich was zum... Diese Frau ist unmöglich. Äh...
So, track the signal. Kommst du mal mit? Wir machen das ganz schnell, was wir alle schon geschafft haben. Ja, aber sollen wir nicht erstmal. Achso, ja, der Akku geht ja eh leer, ne? We picked up a mushroom. Ja, dann rein damit. Down, Pete. It's worse than Dad's well, Brussels sprouts. Logic dictates that there are probably more of these stations. Ich analysiere mal. Maybe if I keep searching, I'll find some clues. Or someone. Dann analysieren wir mal das hier. Die sind so süß, die Ameisen. Und dann analysieren wir mal das hier. So, Rocky, jetzt mach keinen Ärger da unten. Das ist genug Ärger im Server gerade. Bin froh, wir sind wieder drauf. Ja, ich zeig dir gleich unbedingt nochmal einen schönen Ort. Ja. So, was? Ich habe jetzt noch nicht mal Craft. Ah nein, Tools. Hast du den Stein noch nicht? Ist da noch Akku drin? Nee, ne? Nee. Ah, Mist, weil. Ich glaube, der Stein war für die Axt, ne? Wenn man das. Ah, warte, ich kann aber nochmal. Ah, nee, doch. Oh, das ist das. Ach, na, schade. Landfiber. Ah, das ist das hier. So, ich kann mir zumindest schon mal einen Speer craften. Den haben wir schon mal. So, Waffe ist da. So, kommst du mal mit? Oh, Marienkäfer! Goldmond! Oh mein Gott! Ist riesig! Oh, oh was geht ab hier? Ja, hallo! Mopili, bist du nett? Hallo. Was geht hier ab? Wer ist die Larve da? Ich hab die Larve weggenommen. Hallo, kann man auf den reiten? Guck mal! Hä? Der hat ja vorne Augen. Ich dachte immer, das meiste sind die Augen. Is that a basketball court? Au! That would be a lot bigger. Was ist denn jetzt passiert? Der Marienkäfer hat dich angegriffen. Der wollte nicht, dass ich auf ihm reite. Hast du den geärgert? Aber du kannst mich, glaube ich, noch retten. Ja, ich weiß nicht so ganz. Der Marienkäfer ist gerade ein bisschen wütend. Ich habe mich doch nur auf den draufgestellt. Du kannst dich doch nicht auf den Marienkäfer draufstellen, das mögen die nicht. Der wollte bestimmt fliegen. Get up, Allie. Mir stupst den ganzen Tag wieder diese Fliegen an. I'm not finished yet. Danke. Oh, wie häufig habe ich dich jetzt heute gerettet und du mich? Stimmt. Guck mal, jetzt hast du eine Fliege, die können wir einsammeln. Können wir die gleich auch noch investigaten. Oh, wie geil ist bitte der Marienkäfer? Ja. Voll geil. Aber warum hat er mich denn getötet? Der sieht voll real aus, obwohl das halt diese Comic-Grafik ist. Ja. Oh, oh. Oh, oh. Er ist eigentlich friendly. Ja, aber er mag es nicht, glaube ich, ne? Ich dachte mal, das Weiße sind die Augen. Stimmt. Jetzt könnt ihr die Sicht ändern, nicht mehr First Person. Wie machen wir denn das? Mit welcher Taste? Also ich wüsste nicht, dass es geht, aber ich habe auch keine Ahnung. Mit welcher Taste soll das gehen? Aber das stand doch bei der Spielbeschreibung. Ein First-Person-Spiel, First ja. First-Person-Spiel. Was, wenn ihr das herausfinden? Oh, was macht... Oh, was macht er denn? Marienke, was höchst aggressiv? Oh, oh, warum? Was hast du gemacht? Ich hab nichts gemacht, der ist auf irgendwas zugestürmt, nicht auf mich. Ach so. Wie geil der Marienkäfer... Der kommt hier rein! Der hat's auf dich abgesehen! Warum denn? Ja, du hast guck mal, der ist hier drinne! Der wollte nicht von dir geritten werden. Der ist vielleicht, steht er ja auf Kerle und nicht auf Frauen. Jetzt stupst du mich schon wieder diese Fliege an. Ja, aber immer dich. Sind das nicht so Scheißhausfliegen, die immer zum Gestank hinfliegen? Obwohl, nee, das sind die Grünen. Nee, die Ficker zu dir. Was ist denn mit dem Marienkäfer los? Der ist irgendwie ganz... Oh, das ist eine Larve! Die brauchen wir. Der Marienkäfer nimmt mir nicht die Larve weg. Da, ich mach mir jetzt eine Axt. Juhu. So. Eine Axt. Dafür braucht man dieses... Oh Gott, wie baut man denn das schon wieder? Woven Fiber kannst du dir bauen. Craften. Wie denn? Bei Materials. Und dann kannst du auf Woven Fiber... Ah, okay, da brauche ich erstmal das ein andere Fiber. Ja. Flint Fiber, ne? Auf dem Boden ist das immer. Das Grüne. Ah, bleib hier, ich hab's. Oder hab ich's zermatscht? Ich glaube, ich hab's zermatscht. Nee, ich hab's. Das ist schon fast kaputt gegangen. Oh, die kleine, nicht die größere. So. So, wir machen jetzt ganz schnell wieder den Ort, dass wir quasi
den gleichen Stand wie vorher haben, aber erstmal muss ich jetzt erstmal wieder das hier craften. Was bedeutet das eigentlich, wenn dieses Hütchen mit diesen 20 da kommt? Dann wurde was entdeckt. Das sind Erfahrungspunkte oder so. RS oben. Aber wofür sind die Erfahrungspunkte dann? Das ist eine Larve! Blattlaus! Blattlaus, Blattlaus. Andere haben kein First Person. Ich finde halt First Person ganz cool. Ich kann ja nochmal nachgucken. Ja. Nochmal ganz Controller. Ist das hier? Move forward, swim, auto run, jump, attack, block. Wir sind das doch vorhin einmal durchgegangen. Equip. Camera Mode. Ah! Ach, echt? Ja, auf U. Auf U. Aber ich finde Ego-Perspektive viel geiler, weil du einfach den Insekten viel näher bist. Die Ameisen wieder da. Ach, das geht doch cool. Danke für den Tipp an denjenigen. Ja, vielen Dank, weil so können wir es mal ansehen, wie scheußlich ich einfach aussehe. Ja. Naja, Dinge passieren. Aber voll süß, ey. Ich bin so groß wie du. Ich bin sogar fast größer als du mit meinem Zopf. Ach, wahrscheinlich hat Rubber Duck vorhin auch dann den Server dann gesucht und hat dann meinen Server gesehen und ist dann auch auf meinen draufgegangen. Ja, klar. Freunde. Ja, ja. Sollen wir denn jetzt erstmal wieder gleich dahin gehen? Also erstmal das hier mit dem Blatt machen und dann. Ja, genau. Wir machen genau die gleiche Reihenfolge, dass wir das erstmal wieder. Das ist schon cool, wenn man sich selber sieht. So, das heißt, du kannst auch das Blatt wieder wegmachen, damit schon mal der eine Strahl durchgeht. Oh, wie bist du denn wieder hier rausgekommen? Hier sind Löcher an der Seite. Oh, der Marienkäfer! Hier ist richtig Party gerade, das große Krabbeln im wahrsten Sinne des Wortes. Ich feiere den Marienkäfer, der sieht so gut aus. Hier ist richtig Party. Was ist denn hier noch? So. Oh, hier kann man tauchen! Gibt's hier unten irgendwas Schönes? Außer gleich keinen Sauerstoff mehr. Oha, cool. Ich weiß gar nicht, dass man hier schwimmen darf. Kann. Darf. Ja, das habe ich schon in der Einstellung gesehen. Hast du das Blatt schon weggemacht? Ja. Perfekto. Dann gehen wir einmal zu den leckeren Dingern hier. Man ist jetzt so voll. Gott sei Dank kennt man sich jetzt ein bisschen aus, ne? Dann ist man nicht mehr so verwirrt. Ah, wir müssen auch was zu Wasser. Find Water ist auch gerade meine Aufgabe in der Quest. Müsste auch deine sein. Oh. Au, Alter! Warum bist du denn so aggressiv? Nein, ich wollte dich nicht hauen. Entschuldigung. Wenn du einfach nicht durch eine Gegend rumhauen würdest. Ja, ich wollte das Ding da kaputt machen. Du bist mir reingelaufen quasi. Das hat doch vorhin auch. Lass ein Trinkpäckchen. Das war doch irgendwo. Wo war denn das? Da. Weil dann haben wir auch direkt trinken. Yes. Ja, ey, wie viele Marienkäfer sind die auf einmal unterwegs? Ja, krass, ne? Das war eben nicht so. Haben die jetzt erst hinzugefügt, während wir nicht reinkamen? Jetzt hast du trinken. Haben die bestimmt vergessen. Ey, ich will auch trinken. Ja, tropft doch gleich wieder hier raus. Hier ist der Strohhalm. Ist auf der Karte? Ja, doch, ist auf der Karte. Slop. Also wir könnten. Ich würde. Warte, hier in der Nähe war das doch. Jetzt haben wir doch eigentlich wieder fast alles. Find Water, Tutorial. Oh ne. Muss richtiges Wasser finden. Ach so. Ja, bestimmt oben dann, ja. Dann würde ich, da wo ich gerade diese schöne Aussicht hatte, das war irgendwo hier in der Nähe. Hier waren wir ja gerade zuletzt. Ah, hier. Folge mir. Follow me. Huch. Follow. Ach so, hier muss man erstmal wieder. Erstmal muss man das Blatt wieder wegmachen. So, dann kannst du mir weiter folgen. Ui. Dann auf das Blatt hier rüber. Ja, hier muss man ein bisschen Jump'n'Run-mäßig unterwegs. Schön nach. Ego-Perspektive. Ego-Perspektive nach unten gucken, dann klappt das ganz gut. Jetzt schau dich mal bitte um. Wow. Da hinten das Rosenbeet. Das ist so eine cool. Der Baum. Ja. Ist das nicht mega? Oh, da läuft was Größeres, oder? Oh ja. Da bewegt sich. Gräser, ja. Was war das? Das letzte Mal war es ein dicke Spinne. Sehr lustig. Hi, Mr. Creepy. War hervorragend. Werden wir noch in einem extra Stream mal drüber reden. Welches Haus hat denn pinke. Wie heißen die Dinger da? Vorläden? Nee, wie heißen die nochmal? Zumachgedöns. Genau. Schotten.
Schon können wir, könnten wir theoretisch unser Lager hier oben auf dem Blatt bauen? Warum nicht? Hast du schon, haben wir die Blaupause schon für... Ich weiß noch nicht. Nee, haben wir noch nicht. Müssen wir noch herausfinden, ne? Dann bauen wir doch, dann lass uns mal das Lager auf dem Blatt bauen, das ist doch mega geil. Ja. Da oben sind wir auch relativ sicher. Das stimmt. Grad, es sei denn, es kommen nachher Bienen oder so. Ja, die wird's auch geben. Dann sind wir also da. Also das Spiel ist wirklich, wirklich sehr, Fensterläden heißen die. Ah, danke. Fensterladen. Oder Schotten, oder? Die Schotten dicht machen. So, das heißt, wir müssen erstmal noch ein paar Sachen reinstecken, ne? Das Wasser! Wasser, 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 Wasser! A little slurp. Quest abgeschlossen. Ich brauch auch a little slurp. Ah, da oben. Oh nein, die greifen wieder meinen Käfer an! Deinen Käfer? Aber, das ist eine ganze Armee, ich kann mich nicht um die kümmern. Renn, Käfer, renn! Ich, na, ich kann die... Alter, was geht denn nicht ab auf einmal? Sie haben ihn getötet! Ich hab ihn einfach mal genommen, so hab ich ihn nicht selber getötet. Oh, hier sind voll viele Viecher. Die kann man auch essen. Die kann man auch braten. Aber wo muss man jetzt erstmal hin? Wir müssen wieder hier erforschen gehen. Hi, Pinky. Ah, das war der Marienkäfer mit den Gräsern. Ja, hab ich mir schon. Ist das Spiel nicht fantastisch schön? Ja, voll. Aber auch in der Third Person finde ich es sehr cool. Dem kleinen Mädchen. Ja, es geht halt die Grafik generell, ne? Ja. Hatte ein bisschen Sorge, dass sie zu comichaft ist, aber es ist überhaupt nicht. Aber in der Third Person siehst du einfach auch mehr von der Umgebung und so. Das ist echt schön gemacht. Vor allen Dingen finde ich super, dass ich immer deinen Namen sehe, wo du gerade bist. Das hasse ich bei Spielen, wenn man dann ein bisschen weiter auseinander ist und dann nicht weiß, wo ich der so, andere. So, ich guck mal, was ich alles reinstecken kann wieder. Wobei, nein, 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 wir stecken erstmal gar nichts rein. Lass mal kurz gucken. Wir machen nicht den gleichen Fehler wie vorhin. Was wir alles haben. Axt, Hammer. Den brauchen wir wahrscheinlich, um Sachen zu bauen, oder? Nee. Large, ach nee, um große Sachen in kleine zu verarbeiten. Brauchen wir den Hammer. Den Bogen, Pfeile dazu und das ist wahrscheinlich auch eine Nahkampfwaffe für Negan. Das ist Essen? Was macht das? Das gibt einem Speed. Das mal schneller mit dem einen Ding hier. No, einen ausgestopften Rüssel können wir hier jetzt machen. Das Roasting Spit werde ich da auch oben bauen. Ich hoffe, man kann auf dem Blatt bauen. Ich weiß es noch nicht. Lampen können wir auch bauen. Wird es hier auch mal regnen oder so? Weißt du das? Das weiß ich nicht. Dann sind wir ja richtig gelackmeiert. Stuffed Might. Achso, das hatten wir vorhin ja auch. Dann noch das hier. Stein müssen wir noch, oder? Hast du Stein schon gemacht? Ja, habe ich schon. Deswegen konnten wir die Axt bauen. Was brauchen wir denn für das Find Whatever's Weakening One of the Lasers? Wir haben gar nicht die eine Quest. The Mysterious Machine. Grounded for Repairs. Wir haben diesmal gar nicht die Quest, irgendwie ein Lager zu bauen. Aus irgendeinem Grund. Ja, vielleicht, weil wir es noch nicht erkundet haben, ne? Ich habe gerade irgendwie was summen gehört. Das wäre irgendwie... was Größeres als eine Fliege. Nee, 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 nicht dahin bauen. Nein. Wir wollen doch jetzt woanders hinziehen. Okay. Oh, wie mach ich das jetzt weg? Aha. Ja, Ameisen. Aber wir müssen uns bald was zu essen machen. Wo wollen wir denn hinziehen? Ich frag mich nur, ob es auch noch flüssig... Ja, OBS haben, was so 100% der Core ist. Weil eigentlich läuft es auch wunderbar. Also ihr findet sogar Third Person besser. Ich weiß ja nicht. Ich auch. Ich finde es halt irgendwie, also Ego-Perspektive hat halt irgendwie noch mehr, also wenn du, hast du ja. Halt viel mehr Angst so, ne? Also wenn dann so eine Spinne direkt vor dir ist. Man sieht halt mehr, ne? Wenn du ist bei Horrorspielen genauso, deswegen fand ich die Evil Within auch immer ganz okay. Ein Horrorspiel ist in der Ego-Perspektive immer deutlich schlimmer als Third Person. Ja, Forest war auch geil in der First Person. Und dann siehst du auch nicht direkt alles. Kann man hier drin eigentlich irgendwas machen?
Ah ja, hier sehe ich echt mehrere Marienkäfer auf einmal. Wir müssen noch analysieren, ne? Das hier müssen wir noch analysieren. Großen Blätter. Craft a trail marker to mark a location on your HUD and map. Achso, können wir quasi dann Markierungen auf der Map machen. Ey, warte die mal, Fliege. Brick. Ein Fiber. Mal gucken, was wir davon nicht. Eins haben wir bestimmt nicht reingesteckt. Eigentlich die Hebel nicht bewegen. Analyze. Oha, voll viel. Alter! Ein Dach! Ah, wir können jetzt das Dach bauen. Wir können auch keine Wände bauen, aber ein Dach. Doch, Wände auch, oder? Hä? Doch, doch, doch. Haben Standbein. Wir die schon? Ja, stand bei mir da eben. Base Building. Ah ja, guck mal, haben wir. Lean-to, da ist es doch. Haben wir schon jetzt. Okay. Das heißt, wir brauchen nochmal ein rundes Blatt. Die waren hier vorne, waren ganz viele. Schon schön. Sieht halt auch ganz cool aus, ne? Wenn du nach oben guckst, dass das so ausgeblurrt da unten, da hinten ist alles so unscharf. Meine Güte, ey. Diese Fliegen. Ja, komm her, du süßes Ding. Hab dich auch ganz so lieb. So ein süßes Detail irgendwie. Oh, das nice Wasser, wobei. Warte mal, ich kann jetzt schon ein Lean-To bauen, dann mache ich das schon mal. Build a Lean-To. wo war denn jetzt nochmal der... Ach, wir müssen zum Trinkpäckchen. Das sieht auch einfach alles so schön aus hier. Auch das ist... Wollen wir jetzt beim Trinkpäckchen unsere... Yay! Hab dich! Bäckchen. Wollen wir da unsere Basis erstmal bauen? Oder was? Ja, da oben auf dem Blatt. Ach so, okay. Das war ja der Plan. Aber wo waren das jetzt nochmal? Wir müssen im Grunde genommen... Oha. Was war das jetzt? Der hat hier irgendwas umgebracht. Die Ameise. Wir müssen erstmal zum Trinkpäckchen, dann finde ich weiter. Aber ich habe irgendwie das Trinkpäckchen irgendwie gerade nicht. Muss noch ein bisschen beeilen, weil es gleich Nacht wird. Hier ist das Trinkpäckchen. Und, sag mal, ist hier Gras mehr gewachsen? Was haben wir hier los? Ich hab doch den Stock vorhin easy wiedergefunden. Aha. Scaffold, weiß ich gar nicht. Ist halt Gerüst, oder? Hier ist der Stock. Genau. Du musst es vielleicht sogar... Du konntest doch die Werkbank schon bauen, ne? Ja, du auch, oder? Wir können doch, glaube ich, alles... Gleichzeitig ja, aber dort ist noch die Sache. Wegen den Sachen. Ja. Die Werkbank ist halt sehr groß. Ich würde diese Werkbank vielleicht sogar hier unten auf den Stein bauen. Dann gehört das auch zu unserer Übergangsbasis. Hier auf den. Guck mal hier. Hier kannst du die super hinbauen. Hier, auf den Stein. Mhm. Alter. Dann baue ich einmal das. Voll viel hier, ey. Wenn es überhaupt geht. Ich brauche aber noch ein paar Sachen. Ich habe gerade dieses Sepp aufgebaut und brauche noch Grass Plank. Okay, also gerade in einem da. Ja, so. Was ein Lager, ey. Aber es ist eine schöne Sicht hier oben. So, ganz wichtig ist noch das Guck. Find and eat some food. Ja, hier, Pilz. Better than starving, I think. Ach so. Was hast du jetzt? Auf den Stein, ne? Weil das passt hier nicht hin. Hier oben baue ich noch das Cooking-Ding. Das haben wir doch auch schon, oder? Haben wir das? Der Stein hier war das jetzt, ne? Oh Gott, ich brauch ganz viel. Das erstmal und ich brauche noch diese. Da hinten sind Pilze. Was brauche ich denn alles dafür? Ich brauche mindestens noch einen Stein. Man braucht auch nicht zu viele Sachen dafür. Das finde ich ganz gut. Wenn ich bei Stranded Deep daran denke, was man da immer alles braucht, um so einen Unterschlupf zu bauen oder auch das Trinkgedöns oder den Grill und alles, da muss ich schon so viele Ressourcen immer sammeln. Wird schon wieder dunkel.
So, ich brauche Sprigs und Dry Grass. Wir können Sprigs. Auch mal so eine Markierung dahin bauen. Was brauchte man dafür nochmal? Trailmarker. Ach, guck mal, kann ich schon machen. Kannst du unten dann vielleicht unten an den Stock dran setzen, dass wir das immer wieder finden. Ich bin gerade unten am Stock hier. Ja, Goldmund. Siehst du, ich finde es nämlich jetzt schon wieder nicht. Ja, ich komme. Kannst du hier unten an den Stock dran setzen? Ja, guck mal, der Pilz da. Wieso ist das so? Ach, müssen wir was suchen, oder was? Zu essen. Aha, okay. Nein. Wird bei mir angezeigt. Der wird gerade bei mir hier. Den du genommen hast. So, ich brauche immer noch Sprigs. Meine Güte. Dann haben wir gleich wieder den alten Stand hergestellt. So, hallöchen Mickey. So. Ich grüße dich zu diesem lustigen Abend. Guck mal. Bei dem Rubber Duck Show mitgespielt hat. Ja, der Rubber Duck. Welche Farbe nehmen wir denn? Gelb. Dry Grass. Gelb ist unser Zuhause. Ich brauche Dry Grass, aber ich bin dezent geflasht, muss ich sagen. Macht schon echt Bock, das Spiel. Mhm. Und ich finde es so schön. Gott sei Dank gibt es hier Pilze. Du, das kann man Dry Grass. Oh, warte mal, das kann man auch dann wieder lernen, ne? Aber schon auch wieder irgendwas draus basteln. Gibt vor allem so viele verschiedene Klamotten, ne? Ja. Okay, das Zuhause wird immer angezeigt. Was denn? Was? Das finde ich eigentlich nicht so schön, dass die quasi die ganze Zeit angezeigt wird hier. Also auf der Map ja. So. Was war denn das? Gott, der Marienkäfer rastet wieder aus. Wenn der Marienkäfer aggressiv wird, dann macht er mal ganz komische Geräusche. Ich gehe mal kurz Dry Grass lernen. Ja. Was wir daraus bekommen. Alter, was machen die Ameisen? Oh nein, die töten wir den Käfer. Ich werde euch Ameisen alle töten dafür, dass ihr so aggressiv seid und auch mal auf die unschuldigen Käfer geht. Fall immer mit mehreren auf einen. Das ist voll Mobbing, was wir hier betreiben. Ich laufe irgendwie falsch. Wo ist denn jetzt... Also ich kümmere mich um das Feuer, ne? Ich sammle gerade alles dafür. Ja, okay. Eine Larve habe ich schon. Hast du die Werkbank hast du gebaut? Ich suche noch diese... Ich vergesse mal diese Tropfen von den Bäumen. Alter, was kann man denn hier noch alles lernen? Lockpellet, Plankpellet. Was ist denn eine Pellet? Was heißt ein Pellet? Palette. Das Wort kenne ich gar nicht. Oh, wo ist denn das jetzt her? Was? Ich? Du hast sogar ein Deckschild da oben rechts. Ja, stimmt. Das tut man nicht so. Ja, ich dachte, das wäre dieser andere Tropfen. Kannst du direkt mal hier lernen gehen? Ja, mach ich mal. Oh, ich habe hier auch Pusteblumen gefunden. Bringe ich mit. Oh, warte mal, die brauchen wir sowieso, damit wir nicht abstürzen. Stimmt, das hatten wir vorhin ja auch noch. Kann ich dir was irgendwie geben? Mit dir handeln oder so? Du kannst, warte mal. Du kannst aus dem Wasser Sachen aus dem Inventar rausziehen. Ja, warte. Weißt du, ob die daneben die auf dem Boden landen? Rob. Hier. Hallo? Hä? Hey? Hallo? Hier? Hallo? Ja, ich bin gerade nach Hause. Hier ist eine Pusteblume. Jetzt ist sie weg. Schnell, ich mach jetzt... Was? Hä, wo ist die hin? Ah, da hinten. Ja, ich nehme sie mit. Ich möchte auch eine Fackel bauen. Ganz dringend. Oh Gott, oh Gott. Das Blatt ist ein bisschen krumm und schief. Ah, guck mal, hier passt aber dahinter. Warte, warte, da war irgendwo gerade blau. So, und anmachen. Ah, jetzt haben wir quasi einen Leuchtturm gebaut hier in dem Garten. Hast du denn noch was von diesen Drops da? Also von diesen Splats oder wie die heißen? Bitte? Hast du diese... Warte mal, wie heißen die denn? Oh, ich vergesse das immer. Diese... Du meinst Saps? Ja. Ja, hab ich. Ja, warte mal. Da oben liegen doch Blätter, dann kannst du das doch bestimmt schon bauen, oder? Ich hatte da Blätter hingelegt. Was denn bauen? Ja, die Workbench. Ah! Ich will jetzt erstmal eine Torch bauen. Was brauche ich denn dafür? Fackel. Ah, toll, dafür brauche ich ein Zap. Workbench. Dafür fehlt mir Sprig, fehlt mir dafür.
Aber die kann ich nochmal schnell. Aber die Nacht ist halt sehr dunkel. Wir müssen halt nur schnell lernen, irgendwie eine Torch zu bauen. Dry Grass braucht man dafür. Kannst du mir auch eine bauen? Ja, ich brauche aber selbst dafür. Und ich sehe jetzt gar nichts mehr. Das wird schwierig. Vielleicht? So, na ja, gut, dann haben wir jetzt eine gute halbe Stunde verloren durch den Serverabsturz. Ich komme kaum noch selber hier hoch, ey, weil ich den Stock nicht mehr sehe. Naja, eben. Alter. Vielleicht kann man da auch so eine Fackel nachher dahin. Nein! Ich bin so dumm! Bist du tot? Was ist los? Bei Stranded Deep ist eher das Craft-Menü. Jetzt habe ich die ganzen Blätter alle runtergeworfen. Jetzt wollte es gerade craften. Jetzt liegen die alle auf Boden verteilt. Was ist da eigentlich für ein Licht da hinten? Jetzt rennen wir nicht irgendwo hin. Nee, ich bin bei dir hier. Das ist mein Armband. Nein. So. Das helle da hinten, beim Baum. Das ist eine Laterne. Ach, das ist das Licht vom Fenster wahrscheinlich, ne, oder? Ah, okay. So, ich bin wieder da. Ja, hallo. Jetzt drücke ich mal die richtige Workbench, Construct. Hast du noch einen Sepp? Dann kann ich dir Licht machen. Huch, oh nein. Ich sehe gar nichts. Hilfe. Du stehst auch hier. Ja, jetzt stehe ich. So. Oh, da ist auch ein bisschen Licht dran, voll gut. Oh ja. Guck mal, wir können uns da jetzt einen Hut herstellen. Der gibt uns ein bisschen Verteidigung. Hä? Wir können uns quasi. Ach, das ist Blätterrüstung. Blätterrüstung haben wir gelernt. Es gibt Blätterrüstung, es gibt die Rüstung mit den Ameisensachen. Ich kann schon fast ein Eyepatch bauen. Aber ich brauche selbst. Das Eyepatch kostet 2 Verbände. Ja, hab ich. Was? Was? Aber ich finde, diese Zaps sind echt hier Mangelware, ne? So, wo ist denn Torch?